Ja, hallo Freunde, weiter geht's mit meinem Let's Play zu Tenchu 2. Ja, es ist ein neuer Tag hier zu Hause und auch hier im Spiel. Genau, wir waren ja beim letzten Mal, sind wir hier bei diesem Tempel angekommen, bei dem Tempel der Träume. Ja, genau. Der wurde infiltriert vom geheimen Hafen, oder die haben sich da breit gemacht. Und wir sollen uns darum kümmern. Das heißt, wir sollen ja alle platt machen. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Items. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Schönes Feierabendspielchen hier. Wie immer nach der Arbeit. Schön Tenchu 2 spielen. So, wo sind wir hier jetzt? Genau, sind wir hier bei diesem Tempel. Upsala, Pause, nee. So, und hier ist direkt ein Gegner, da hinten ist der. Ah, das sind die neuen Gegner, guckt mal. Die haben so Katzengesicht. Guckt, schaut euch das mal an. Oh, was? Das ist ja geil gewesen, der hatte mir den Kopf abgeschnitten. Geil. Oh, sowas mag ich voll, ey. Cool. Okay. Das fängt doch schon mal gut an, würde ich mal sagen. So, ich glaube, es wurde ja auch gesagt, manchmal führt der beste Weg durchs Wasser. Das mache ich aber später, weil hier ist auch ein Gegner. Ich mag ne Ah, da ist er. Ich mag nämlich keine Schwimmpassagen in diesem Spiel. So, was geht der für eine Route da? Wo ist der? Da ist er doch. Ah, der geht immer hin und her, okay. Ja, Tenchu 2 muss einfach sein, so im Moment aus Ausgleich. Das ist einfach. Das macht einfach so einen Spaß hier. Ja. Auch so als Ausgleich durch den ganzen täglichen Staus hier in meiner Region. Das ist echt nervig, was hier zum Teil abgeht. Auf der Straße. Deswegen brauche ich das Spiel, um mich ein bisschen davon abzureagieren. So, der dreht richtig, genau. Alles klar. Oh Gott, das ruckelt. So, genau. Das ruckelt hier. Warum ruckelt das hier? Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Links oder rechts? Ah, ich gehe mal zurück lieber. Wo ist der? Ah, ich weiß noch, dass hier irgendwo einer pennt. Frage ist, wo war der? Und was für ein Gegner ist hier? Oh. Schauen wir. Ui, oh Gott. Oh, das ist ein. Oh, das ist blöd hier. Ja, ich glaube, war hier nicht einer drin? Ja, nee, okay. Ah. Nee, ist auf der anderen Seite gewesen. Aber ich schaue noch mal hier nach. Oh mein Gott, 70. Oh, das. Die Frau. Nein, die hat mich gesehen. Fuck. Shit, Mann. Nein, das muss nicht sein. Nee, komm. Nee. Zurück. Oh, zurück. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ich muss mich konzentrieren. Okay, nichts passiert. Ich glaube, einmal gesehen werden ist noch okay. Ja. Oh, da kommt die da hinten. Schauen wir mal, ob wir noch jetzt hier Großmeister kriegen können. Aber das hier ist so ein schweres Level wieder. Hier nicht entdeckt zu werden, das ist doch viel zu schwer. Wo ist die denn jetzt? Hallo? Ich habe Schiss, dass ich, wenn ich jetzt hier reingehe, dass sie mich dann sieht. So, also die kam. Moment, kommt die vielleicht von der anderen Seite? Kann das sein? Ja, die kommt da. Die steht hier. So, dann hier rumgucken. Genau, da hat sie mich eben gesehen. Schlampe. So. Ey, so. Warum drehst du dich nochmal rum? Oh Gott, wie soll ich die denn kalt machen? Wenn die so eine scheiß Route geht.
So, jetzt aber, komm. Und, genau, ja. Naja, ich wollte eigentlich von unten, aber das ging nicht. Ah, ein Shuriken. Sehr cool. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war auch noch ein Gegner. Wo ist der? Ah, der ist hier oben drauf. Stimmt, hier war auch ein Gegner auf dem Dach. Das... Daran erinnere ich mich noch. Ach, da oben ist der. Ah, Bogenschütze. Och, der steht aber blöd. So eine Schräge hier. So. Ist gut gegangen. Boah, ey, diese Blutlache. So. Ja, das sind die... Warum kann ich jetzt nicht hier runtergehen? Naja. Das sind die Handlanger vom brennenden Morgen. Diese Typen. Diese Typen und diese Frauen und... Ah, ich weiß, wo der ist. Der kommt von da vorne. So, ah, draußen ist wieder ein Krankenwagen. Ich hoffe, das hört man nicht. Oh, da ist er. Puh, was? Ja, natürlich. Natürlich hat er... Ah, fuck. Ey, Mann. Nein, das muss doch nicht sein, ey. So eine Scheiße, Mann. Jetzt wurde ich schon wieder entdeckt. So. Ich hätte da weglaufen sollen, ich Idiot. Ich dachte, er bleibt da stehen. Alles gut, alles noch gut. Ich reg mich jetzt nicht auf. Was macht der denn? Was macht der? Ich häng mich schon mal da hoch. Was war das? Ah, da ist der. Seht ihr das, wie er sich versteckt? Jetzt dreht er sich rum, wa? Ne. Zack. Hast du jetzt davon? So. Ich glaube, wenn ich jetzt alle Gegner mir kille... Ah, Moment, Moment, Moment. Das Item hier auf der Map ist hier bei diesem Ding. Seht ihr da unten diese... Da unten ist so ein Loch. Genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Da ist dieses Item von der Map. Und hier ist auch ein Gegner drin. Hä? Wieso ist hier ein Gegner drin? Oh nein, oh mein Gott, ich habe Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh! Wo ist der? Wo ist der Gegner? Oh, Spiel, ey. Hä? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Hä? Ah, der ist gar nicht hier drin. Okay, alles klar. Ah, da ist die Kiste. Das ist ein sehr geiles Teil. Das ist ein Blasrohr. Das heißt, nicht das, was jetzt manch anderer denkt. Ein Blasrohr ist quasi dazu da, um Gegner, die nichts wissen, also die nicht in Alarmbereitschaft sind, von... So snipermäßig mit einem Schuss ja, zu killen. Sozusagen. Und so. Wo ist der scheiß Gegner? Nee, nicht hier lang. Da lang. 65, okay. Na, ah, da oben. Ich hab's gesehen. Da oben ist eine Frau wieder. Okay. Die hole ich mir. Dreht die jetzt sich oder chillt die da wieder nur rum? Ah, die dreht sich auch. Okay, ja. Das ist... Ja. Aber irgendwie dreht die sich komisch. Ich weiß auch nicht, was die da macht. Vielleicht hat die irgendwie irgendwas genommen oder so. Naja. Was macht die denn da? Das verstehe ich nicht. Normalerweise drehen die sich richtig rum. Ah, jetzt. Was dreht die sich so komisch? Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie soll ich das denn machen? Wenn die... Ah, Gott sei Dank. Wenn die sich nicht dreht, ey. Warum war die überhaupt hier? Ah, ja, noch ein Blasrohr. Das ist nice. So. Oh! Was?
Boah, da war direkt noch einer. Okay, und hier ist direkt noch ein Gegner. Wo denn? Ah, oh, ah, es ist ein Unschuldiger, okay. Nee, den lasse ich mal in Ruhe. Frage ist, ist da noch ein Gegner? Hm, ich glaube aber nicht. Ich lasse den jetzt mal in Ruhe. Moment, kurz am Finger kratzen. So. So. So, hier wieder im Wasser. Ja, tolle Musik, wirklich. So. Alles klar, jetzt sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Ah, hier ist nichts, okay. Sehr gut. Dann können wir hier weitermachen. Ah, vorsichtig. Ah, da ist der Pen. Seht ihr das da unten? Der chillt da. Zack. So. Oh Gott, 62. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch einen Heiltrank gibt. Alter, wo ist der? 70. Fast 70, ja. Da ist der doch. Okay, schön abwarten. Oh mein Gott! Da ist ja noch eine! Ach du Scheiße, sind zwei Gegner. So, jetzt erstmal den Pfeiltypen hier platt machen. Natürlich hat die mich jetzt gesehen, ey. Wie soll man denn das machen mit zwei Gegnern? Mann, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Oh. Shit, Mann. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen, ich Idiot. Jetzt ist, glaube ich, Großmeister weg. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Oh. Blöde Tussi da. Vor allem, warum gehen die hier so komisch? Guck mal, was die da macht. Die kann sich auch nicht entscheiden, kann das sein? Boah, was macht die da? Das ist aber nicht normal. So, komm schon, kill sie jetzt. Boah, was war das denn für eine Route? Der hat Caltrops, das ist gut. Hä? Hä? Wo ist die Leiche? Die ist irgendwie weg. Ja, danke. Kann ich nicht beklauen. Einen Moment. Ah, da oben. Da hinten ist der. Frage ist jetzt... Dreht der sich nur? Oder läuft der auch? Ich muss gerade erahnen, warum der... Ah, okay. Alles klar. So, da ist der nächste. Ah, ich traue mich nicht, dahin zu gehen. Ich nicht nochmal entdeckt werden will. Ach man. Der dreht sich irgendwie so schnell. Ich trau mich. Komm schon. Komm schon. Yes! Okay, gut. Alles klar. So, stirb. Und lass mich dich... Jawohl! Items. Lass mich dich beklauen hier. So, ich kann ja mal das Blasrohr benutzen. Mein Gott, wo ist der? Ah, da ist die Frau. Okay. Das Blasrohr hätte ich wahrscheinlich auch eben benutzen können. So, zack. Schön von hinten. Noch ein Blasrohr. Sehr gut. Sehr schön, immerhin. Oh nein! Ah, shit. Ah, ich hasse Wasser, ey. Wasser ist böse. So. Alles klar. Frage ist, kommt hier jemand hin? Ich glaube nicht. Ja. Aber schauen wir mal. 40. Okay, 40 ist nicht gut. 48.
Der ist bestimmt da rein und dann rechts, kann das sein? So. Hier rein und dann irgendwie rechts. Ja, genau da. Nein, da hinten ist der. Oh, wo ist der? Hallo? Ah, da hinten. Alles klar. Bei dem nehme ich jetzt mal mein Blasrohr. Zack! Habt ihr das gesehen? Direkt tot. Zack. Ah, der hat nichts. Na egal. Ja, diese Blasrohre sind quasi ein Free Kill. Sozusagen, also von einem Gegner einfach mal instant, ja, töten. So, gehen wir nochmal. Uiuiui, es leckt. Okay. Gehen wir nochmal zurück, weil in der Richtung, da war noch nichts. Da waren wir noch nicht. Also hier links. Hier waren wir schon mit dem Gegner. Jawohl. Okay. So, dann hier links. Da waren wir noch nicht. Ah, es ist wieder. Ja, das ist. Im Winter spielt das jetzt hier, okay. So. So. Ah, wo ist der Gegner? Hier ist der. Der ist hier irgendwo, ich weiß es. Ah, die Blasrohre, die benutze ich sehr gerne. Oder? Es sei denn, ich kann mich anschleichen, dann ist. Nein, warum springst du hoch? Ich dachte, der hält sich da fest, Mann. Warum springt der hoch? Ja, natürlich wurde ich jetzt wieder entdeckt wegen der Scheiße. Ich dachte, der hält sich da fest. Warum springt der hoch? Das ist doch eine Kante, oder nicht? Hätte ich das gewusst, hätte ich das doch nicht gemacht, Mensch. Das ist doch eine Kante. Warum hat er sich nicht festgehalten? So, was ist jetzt? Wo ist der? Ich hatte eben einen Pfeil im Kopf. Das heißt, hier rennt irgendwo ein Pfeiltyp rum. So. Ach, da oben. Ah, okay. Oh. Soll ich jetzt hochspringen? Weil nicht, dass er dann wieder hochspringt. Nee. Okay. Diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. Deiner komischen Muschi-Fresse oder was auch immer das ist. Ey, es sieht so komisch aus. Naja. Wie gesagt, ich hinterfrage das Aussehen der Gegner hier nicht. So. Abwarten, schön. Ah, diese Entdeckung, das ist teilweise echt ärgerlich, weil man denkt halt, dass der nicht hochspringt, aber dann springt er hoch und ja. So, stirb. So. Spasti, ey. So, genau. Ah, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Aber wo denn? Ah, da vorne. Ich sehe es. Alter. Oh nein. Soll ich mal Blasrohr benutzen? Ich glaube. Ne, ich glaube, das passt. Oh, der hat mich. Oh, hey, neuer Kill. Boah, Alter. Ah, das ist der Kill, wenn. Ich glaube. Weiß ich nicht. Ich habe die kurz berührt irgendwie. Ich wollte eigentlich den Kill von unten machen. Aber dadurch, dass ich das berührt habe, gab es halt diesen anderen Kill jetzt. Ne? So, muss ich jetzt nochmal gucken. Wo hier der nächste Gegner ist. So, jetzt nicht ins Wasser planschen, ja? Da ist er doch! Hey! Hallo, mein Freund. So, du stirbst gleich. So. Ich hange mich mal hier an die Wand. Also hier an die Kante. In die Ecke quasi. So, jetzt. Jetzt aber Kill von unten. Ja, zack, zack. Genau. Das ist mein Lieblingskill. Sieht einfach cool aus, finde ich.
So, komm schon. Komm schon. Hast du nichts für mich hier? Hallo? Der gibt mir keine Items. Was ist das für ein Arschloch? Der gibt mir keine Items. Na gut, okay. Dann gehen wir mal weiter hier. So. Dann sind wir jetzt wieder hier, wo ich schon die Leute getötet habe. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Oh! Ah, den töte ich mit... Den töte ich mit dem Blasrohr. Da, oh, ich sehe nichts. Wie kann ich das abbrechen? Wie kann ich das abbrechen? Aha. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt gedrückt habe, aber es hat funktioniert. So, wo ist der? Da ist er doch. So, den töte ich jetzt so, ist mir egal. Ja, zack. Genau. Okay, gut. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. So. Ich weiß, dass hier noch einer war irgendwo, ne? Genau, da kommt er doch. Scheiße, nein. Blasrohr, komm. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Ah, ein kleines Medipack. So, gibt's da einen? Was ist denn hier? Ah ne, das ist nur Wasser, okay. Ne, da will ich nicht rein. Ich glaube, mit... manchmal führt das beste Weg durchs Wasser. Meinen die, glaube ich, damit, dass man da die Kiste findet. Also, das Blasrohr. Wie komme ich da jetzt rüber, ohne zu planschen? Komm schon. Oh mein Gott. Oh, scheiße, Junge. Oh, Alter. Das war knapp, ey. Das war so scheiße knapp. So, den haben wir. Puh, okay. Alles klar. Der hat nix. Warum haben die nix? Okay. So, hier ist irgendwo auch jemand. 73. Wow. Okay. Ach! Direkt vor mir. Naja. Der Bogenschütze wieder. Ein anderer Bogenschütze. Soll ich den Kill von oben probieren? Ich weiß es nicht. Ich habe Großmeister eh verkackt. Nee, hat nicht funktioniert. Schade, ich habe zu früh Viereck gedrückt. Egal. Er ist tot, das ist das Wichtigste. So, und jetzt? Ja, komm, jetzt schwimme ich mal eine Runde. So. Oh nein, weil hier ist das Ziel. Da möchte ich noch nicht hin, ganz ehrlich. Ich möchte nämlich noch auf die... In die Richtung da. Oh. Oh, da ist ein Gegner. Auf dem Boot da. Okay. So, den kann man aber direkt... So, mal von der Seite hier. So, ein bisschen Abwechslung. So. Ey, das war doch gar nicht mal so schlecht, diese... Dieses Entdecktwerden, das ist doch mega ärgerlich gewesen, ey. So, wo ist der jetzt? Der nächste Gegner. So. Ich glaube, der ist dahin. Ah, ja, ich habe ihn gefunden. Alles klar. Hey! Nein, spring doch nicht! Warum springt der? Ich wollte doch einfach nur hier mich hier verstecken, mein Gott. Oh, ist der blöd, ey. Warum springt der da raus? Ah, ich war, glaube ich, zu schnell im Wasser. Ja, aber... Ah, das sind alles so... So blöde Fehler, weißt du? Das sind richtig blöde Fehler. Ich probiere jetzt mal den... Kill von oben, Junge. Zack. Oh, Mann. Ja, keine Ahnung, warum der jetzt da eben rausgesprungen ist. Also das meine ich halt. Also diese Steuerung ist manchmal echt verbuggt. Also ich weiß auch nicht. Der macht manchmal was, was man gar nicht machen will. Das ist ein bisschen komisch.
Aber es ist, glaube ich, vielleicht einfach so. So, und hier. Ah, da muss ich erstmal hier drauf. Damit ich da keine Geräusche mache. Aber hier ist gar keiner. Hier ist gar keiner mehr. Ist hier nur der Unschuldige? Ja, sieht so aus, ne? Naja, ist egal. Da ist jetzt nur noch der Unschuldige. Und dann... Ja, dann würde ich sagen... Gehen wir mal zur Endbossin. Weil es ist nämlich eine Frau hier. Das weiß ich auch noch. Ja. Aber sehr schwer. Deswegen habe ich hier auch gerade erstmal nochmal einen Technik-Safe-State gemacht. Genau. Dann würde ich... Hier ist hier noch irgendwo wer? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, dann geht raus. Komm. Bitteschön. So, kommt die Katze. Zack. Suzaku, I told you I'd catch you. Spam. Ah, den kennen wir doch. Let me kill the child ninja for you, my love. Oh, okay, die sind verheiratet. Krass. Na ja, gut, die kämpft mit ziemlich unfairen Mitteln hier, wie ihr seht. So. Ah, ich muss wieder... Ah, ne, das war scheiße jetzt. Ich wollte eigentlich hier... Ah, nein, das ist... Ach, das ist doch blöd. So. Zack. Ja, ich weiß, man schlägt eigentlich keine Frauen, aber bei der ist es verdient. So. Ach, genau. So. Machen wir mal hier die Granate. Zack. Und dann zack, zack, zack. Zack, zack. So. So. Ui, was macht die denn? Okay. Ist ja krass. Wow. Okay. Ja, geschafft. Geil. Okay. Das war doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Okay, nice. Suzaku, hold me. I'm dying. Suzaku, my love. How could you? Oh Mann. I have no love for weakness. Only power. So we meet again. I am Suzaku, the Red Sparrow, one of the four lords of the Burning Dawn. Burning Dawn? What have you done to Tatsumaru? There is no Tatsumaru. Only Seru, the Blue Dragon. And we've done nothing to him. He chose to throw off the shackles of his old life. You lie! Tatsumaru would never! Believe what you will, but know this. The Tatsumaru you knew is dead. No! Yes. Will you join Tatsumaru and help him create a nation of ninja? Nation of ninja? The era of samurai lordship is over. Now dawns the age of the ninja. We will rule the world. But countless thousands would have to die. We live in a world at war. People die every day. But enough arguing. You will join us eventually. Because you are just like me. A lone wolf who finds meaning only in the clash of steel on steel. Right? Right. And besides, soon you will have nowhere else to turn. What do you mean? Find out soon enough.
not getting away this time. Ninja Village? Under attack? It can't be. Was? Oh, ich habe Großmeister geschafft. Hä? Ich wurde doch viermal entdeckt. Geil. Also man muss gar nicht unentdeckt bleiben. Es reicht einfach, wenn man genug Gegner killt. Yes, das war doch mein Ziel, Mensch. Großmeister zu schaffen hier. Oh, das ist auch cool jetzt gelaufen. So, klicken wir mal weiter. Das ist doch mal richtig cool. Ich dachte, das wäre wieder so eine Fehlaufnahme, aber nein. Krass. Okay. Nice. Kommt doch jetzt noch eine Cutscene, oder? Ja, genau. Ninja, your crimes are unforgivable. You must be Rikimaru, the young man who's been so busy interfering with my great work. Great work? Destroying the ninja? I am the savior of the ninja. I am Kagami, leader of the Burning Dawn. What kind of a savior slaughters innocent people? The path I take is not important. Only my success. And you are in the way of that success, little Rikimaru. First at the mountain village, then at my secret harbor. If you're angry with me, why attack this village? I'm not angry at all. I have mastered my passions. I can be selfless in service to my dream. No, I did this to teach the world a lesson. Oppose me and watch your loved ones suffer. Oh, krass. My master, my lord, I am glad to see you both safe. Rikimaru, I will protect Lord Goda. You must save the villagers. Yes, master. Ah, okay. Ja. Kurz gesagt, der brennende Morgen attackiert unser Dorf. Aber krass, also Susaku, der Typ, den wir da schon im zweiten Level gesehen haben, oder im dritten, der ist auch übergelaufen zum Rennen morgen und ist einer der vier Fürsten quasi von denen. Und genau, wir haben gegen seine Frau gekämpft und er hat seine Frau gekillt, weil sie schwach war und er keine Schwächlinge mag. Und ja, dann hat er halt Rikimaru so ein bisschen erzählt, so was passiert ist mit Tatsumaru und das... ihm das vielleicht auch passieren wird, aber dem war nicht so. Und dann kam eine, dann ist er abgehauen. Dann kam eine Brieftaube, die hat uns quasi zugeflüstert oder zugehut, so ungefähr, dass unser Dorf angegriffen wird. Und dann ist Rikimaru zurück zum Dorf gerannt. Und dort hat er diese Kagami gefunden, die Chefin des brennenden Morgen sozusagen. Und genau. Dann ist er sofort zu seinem Meister und zu dem Fürst Goda gegangen. Und jetzt sollen wir hier die Dorfbewohner aus dem Würgegriff quasi befreien. Also nochmal aus dem Würgegriff des brennenden Morgen befreien. Aber das sehen wir erst das nächste Mal. Ich mache jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Part, so wie ich. Und ja, ich habe Großmeister geschafft und dadurch... gibt es hier normalerweise ein Item, aber ich sehe es hier gerade nicht. Grandmaster ist auch Großmeister, oder? Ja, ist egal. Vielleicht, dann gibt es hier nicht in jedem Level 1. Ja, genau. Ich habe ja schon ziemlich viele. Mir fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 Items fehlen mir noch. Genau, ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, beziehungsweise das nächste Mal. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Oder wenn euch alle Videos gefallen haben bis jetzt, dann abonniert mich ruhig. Nehme ich gerne an. So, gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.